Guten Tag, Kinder. Welcome in our Kinderzimmer. Willkommen im Kinderzimmer. The place and room where we do story time together. Hallo, Hase. Oh yeah, we are going to sing our song first. Yes, we will, of course. Let's sing our welcome song. Welcome today, friends of mine. Welcome today, little sunshine. Welcome today, friends of mine. Welcome today, let the sun shine. And here's our other song. Guten Tag, guten Tag, wir klatschen uns zu. Guten Tag, erst ich und dann du. First me and then you. Okay, Hase, was hast du dir in deinem, something in his head. What is that? Oh, was ist das? Oh, did you check out? Oh, I see color here. Rot. Hase, can I put you down here for a second? Yeah. Das ist ein Gesicht. Ein rotes Gesicht. I wonder where that belongs to. Oh, look at what I have. Das ist das Gesicht von einer Raupe. That's the face of a caterpillar. And we're going to start with the color rot. Then comes orange. Orange. Okay, gelb, grün, blau und, oh Hase, ist da noch einer hier drin? Wo ist Lila? Did we miss Lila? Where is Lila, Hase? Oh, here it is. Lila. Let's see the colors again, die Farben. Rot, you can say it after me, rot, orange, gelb, grün, blau, lila. Und es gibt einen Grund, warum ich heute eine Raupe mitgebracht habe. There's a reason why I brought a caterpillar today, because I'm going to read you a book about a caterpillar. Very famous book, and you might know it already. The book is called Die kleine Raupe Nimmersatt. And it's written by and illustrated by Eric Carl. He drew the pictures and he wrote the book. It is about eine ganz kleine Raupe. Fold the paper first, so I can cover one page, and so that you can focus on just one page. Right, here we go. Nachts im Mondschein lag auf einem Blatt ein kleines Ei. Look at, ein ganz kleines Ei. Und als an einem schönen Sonntagmorgen die Sonne aufging, hell und warm, da schlüpfte aus dem Ei, knack, eine kleine Raupe. The little egg cracked open und eine kleine Raupe kam raus. Do you see it? Sie machte sich auf den Weg, um Futter zu suchen. See, she's hungry and starting to look for food. Now look at this. Yeah. Am Montag fraß sie sich durch einen Apfel, aber satt war sie noch immer nicht. On Monday, look what she ate. Einen Apfel. But she was still hungry. Sie war noch immer nicht satt. Oh. Am Dienstag fraß sie sich durch zwei Birnen, aber satt war sie immer noch nicht.
Mittwoch fraß es sich durch drei Pflaumen. Aber satt war sie immer noch nicht. Drei Pflaumen, eins, zwei, drei. Am Donnerstag fraß sie sich durch vier Erdbeeren. Eins, zwei, drei, vier Erdbeeren. Aber satt war sie immer noch nicht. Am Freitag, on Friday, fraß sie sich durch fünf Apfelsinen. Eins, zwei, drei, vier, fünf Apfelsinen. Aber satt war sie noch immer nicht. That's a lot of food. So viel zu essen. Oh nein. On Saturday, am Sonnabend, fraß sie sich durch ein Stück, mein Güte, oh nein. Wow, am Sonnabend fraß sie sich durch ein Stück Schokoladenkuchen, einen Eiswaffel, eine saure Gurke, eine Scheibe Käse, ein Stück Wurst, einen Lolli, ein Stück Früchtebrot, ein Würstchen, ein Törtchen und ein Stück Melone. Boah! What do you think is gonna happen now? That's a lot of food for that little kleine Raupe. Huh. An diesem Abend hatte sie Bauchschmerzen. Oh, no wonder. Sie hatte Bauchschmerzen. She had a tummy. Der nächste Tag war wieder ein Sonntag. Die Raupe fraß sich durch ein grünes Blatt. The next day was a Sunday again. And guess what? This time fraß sie sich durch ein grünes Blatt. She chose a green leaf now. That's what actually what caterpillars eat. Ein grünes Blatt. Und es ging ihr nun viel besser. She's feeling much better. That's what she's supposed to eat. Ein grünes Blatt. Oh. Do you think she was still hungry? Hatte die immer noch Hunger? Hm. Sie war nicht mehr hungrig. Sie war richtig satt. Und sie war nicht mehr klein. Sie war groß und dick. Look at this. Sie war nicht mehr klein. Sie war groß und dick. Wow, big and fat. And I wonder what she did next. Was macht sie jetzt? I think she was so fat that she could barely move anymore. She's full, sie ist satt. Guess what? She made herself her own house. Sie baute sich ein enges Haus, das man Kokon nimmt. Und blieb darin mehr als zwei Wochen lang. Look at this. Sie baute sich ein enges Haus, das man Kokon nennt. Und bleibt darin mehr als zwei Wochen lang. She stayed in there for 2 weeks. That's a long time. That's 14 days. 14 Tage. Hm. Dann knabberte sie sich ein Loch in den Kokon und zwängte sich nach draußen. She nibbled a hole in there and wriggled herself out. Can you pretend that you're sitting in your Kokon, in dem kleinen Haus? Und ein kleines Loch reinmachen? Wickelt sich raus. Guess what? Sie zwängte sich nach draußen
und war ein wunderschöner Schmetterling. Look at this. She turned into a beautiful butterfly. Remember when she was started out as eine kleine Raupe? Und dann hat sie in einem kleinen Kokon geschlafen. She slept in there, hanging on a branch for 2 weeks. And now, und jetzt ist sie ein wunderschöner Schmetterling. I like this story. And you know what? I like this story? Because it's springtime right now. Es ist Frühling. Und wenn wir mal draußen in den Park gehen, dann kannst du viele kleine Raupen sehen. So watch out for little caterpillars. Because what's going to happen? They're going to eat and eat and eat. Die essen und essen und essen. Und at some point, they're going to build their own house, ein kleines Kokon. Und dann schlafen sie da 2 Wochen lang in there. Before we say goodbye, I just wanted to tell you, what's your favorite food? Because our caterpillar ate so much food in there, I wanted to tell you, mine is orange. Look at what, I draw a happy face on it. Mit 2 Augen, einer Nase und ein Mund. It's time for Hase und mich. It's, Hase, ist, wir müssen jetzt auf Wiedersehen singen. Und wir sehen uns nächstes Mal. It is time for us to sing our goodbye song. And today we are going to sing 1, 2, 3 story time. Or we should actually sing Kinderzimmer ist vorbei. Our kids room is over. Kinderzimmer ist vorbei. Let's do that, Hase. I like that. And then we're singing Heute war es wunderschön. That means today it was wonderful. And then we're singing wir sagen, that means we are saying now, auf Wiedersehen, that means goodbye. And then we sing again, 1, 2, 3, Kinderzimmer ist vorbei. Okay, let's do that, Hase, bist du fertig? 1, 2, 3, Kinderzimmer ist vorbei. Heute war es wunderschön, wir sagen jetzt auf Wiedersehen. 1, 2, 3, Kinderzimmer ist vorbei. Auf Wiedersehen, goodbye. Auf Wiedersehen, Kinder.